So, wir sind live. Ich habe gerade Matthias sein Choose Your Weapon gemacht, weil bei Itten gibt es ja zwei gleich große Spiele, einmal Kappa Bros und einmal Nice Egg. Und er hat heute entschieden, als Entscheidungsspiel möchte er dieses hier spielen. Dazu braucht man noch ein Glas Wasser und einen wasserfesten Untergrund, den wir hier haben. Die Berner sagt Guten Nacht, Guten Nacht. Dann haben wir das wichtige Werkzeug und noch einen Strohhalm. So. Wir haben hier zwei Fischis. Dann brauchen wir noch einen Startspieler. Mir egal, wer anfängt. Du hast das letzte gewonnen von allen. Okay. Der Startspieler nimmt die zwei Fischis. Ich kann auch mal näher ranzoomen, damit man hier ein bisschen was sieht. So. Matthias, holen wir mal hier. So, ins Bild. Sehr gut. So, wir haben ein Wasserglas. Das packe ich mal hier, dann sieht man es auch. So. Und dann hat man die zwei Fischis. Die werden gewürfelt. Je nachdem, ob ein oder zwei nach oben sind, muss man einmal oder zweimal Wasser füllen. Das geht relativ simpel. Je tiefer man ihn füllt, umso mehr Wasser kommt in den Strohhalm. Je höher, umso weniger. Und dann macht man einfach seinen Finger drüber, geht hier rüber und lässt das reinfallen. Dabei darf kein Wasser rausfallen. Aktuell ist es noch sehr leicht. Der zweite sagt an, dass man das jetzt hier rüber bewegen muss. Und das ohne Wasser Ach unterfällt. du Scheiße. Gib mir den Button. Und da bist du. Ganz einfaches Spielsystem. Was waren zwei? Hin und her tragen. Ich lasse es da liegen. Zwei weiß ich gerade nicht, verdammt. Hätte ich vorher gucken sollen, oder? Move to plate once, nur ist nur einmal bewegen. Aber das ist noch leicht, da ist ja noch nichts drin. Na, das sagst du so, ich habe keine ruhige Hand. Das ist Ja, jetzt einfach nur zweimal Wasser füllen. das ist super. Ja. Bewegen, bewegen. Sehr gut. Ja, jetzt hast du, ich hätte weniger Wasser genommen an deiner Stelle. Das ist schon am Limit, die Fraction da fast. Einmal Wasser, einmal bewegen ist auch nicht so toll. Wenn hier kein Wasser übrigens rauskommt, dann darf man nochmal versuchen. Da geht noch was, aber viel nicht. Ich fürchte, das war's. Nee. Aber auch dabei darf nichts. Ja. Versuch, dass du beim Füllen es nicht umstößt. Egal, was jetzt kommt, ist schlecht. Nee. Nein. Oh, das ist nicht gut, Matthias. Das ist nicht gut. Nur bewegen. Das ist nicht wahr. Nur Physik. Füllen und bewegen ist schön. Ja, das ist super. Das gefällt mir besser als zweimal füllen. Ja, der passt noch. Irgendwann mal ist es zu viel.
Der kann das nicht. So, bei dem Spiel sagen wir übrigens, ich mache das Mikro kurz ein bisschen weg, aber so viel Wasser ist es ja nicht. Also man soll natürlich auf einen wasserfesten Untergrund und man braucht dann einen Schwamm oder so. Ein Küchentuch langt, aber da ist nicht so viel Wasser drin, wie es aussieht. Jetzt sind wir hier noch bis zwei. Nur bewegen. Ist eigentlich easy. Ist nichts runtergetrommelt, ne? Nee. Da geht noch was. Das ist aber echt schon Oberflächenspannung. Ja, Physik. Einmal füllen. Einmal füllen. Nee, das ist. Ach, das funktioniert nicht, ne? Dann darfst du es ja nochmal probieren. Boah, ein Tropfen. Ach, Matthias. Ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen diesen Button. Zweimal füllen. Hat schon. Es hält tatsächlich mehr mit Wasserspannung, als man denkt. Tief, tief rein. Ja. Da geht noch was. Boah. Bewegen ist jetzt aber nicht mehr so cool. Übrigens aus Holz die Dinger, aber ich glaube, es halten die trotzdem aus. Einmal füllen und bewegen. Ich glaube, jetzt demnächst ist rum. Boah, guck mal, da kommst du jetzt schon gleich drüber. Ja. Also reine Wasserspannung, die jetzt immer noch hält, weil das Ding ist voll. Übervoll. Übervoll. Aber noch hält es die Wasserspannung. Das hilft nichts. Ist noch zu leicht. Was ist denn das? Schweinebacke in mir hier. Schweinerei. Ja. Nee, nicht zweimal füllen. Einmal bewegen. Na, man merkt schon, wenn es nicht ganz gerade liegt, ist es schon kurz davor. Wollen wir eigentlich das Küchentuch mal holen langsam? Warte mal, holen wir das Küchentuch, bevor wir demnächst passiert. Wobei wirklich nicht viel Wasser drin ist. Es sind ja, wie viele Tropfen sind das jetzt? 20? Ja, ist richtig. Legen wir einfach mal kurz, oh, das geht auch. Schützend vors Mikro, aber ich glaube, wahrscheinlich passiert gar nicht so viel. So, zweimal, ne? Ja. You can do it, you can do it. War doch mal ein Tropfen. Ja, dann kommen jetzt nicht mehr raus. Ne? Dum, 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 dum. Ja, noch. Das Wasser entscheidet es heute. Ich habe jetzt fast schon überlegt, ob ich jetzt einmal so richtig mutig bin, aber ich weiß nicht, ob es. Läuft schon wieder über.
Oh! Boah, ist der ist gut. Der ist gut. Der jetzt, wenn ich bewegen muss, ist der, glaube ich, das Gewicht. Weiß nicht, der ist gut. Und du müsstest doch vorher fühlen. Fühlen. Go. Na. Er schafft's noch. Das gibt's doch gar nicht. Ist das schon, wie es erkannt ist? Verdammte Hacke. Also man kann es doch in der Kamera nicht sehen, aber hier ist es schon an den beiden Sternspitzen. Also das geht nichts mehr. Das ist nicht wahr. Wie machst du das? Die Frage ist, krieg ich es rüber? Das ist alles nur Wasserspannung. Aber das ist ein bisschen zu... Also ich glaube, die Spieldauer von 5 Minuten haben wir schon überschritten. 11 spielen wir gerade. Aber das ist auch gerade... Ich glaube, wir haben uns nicht getraut, am Anfang mehr Wasser reinzutun. Er schafft's noch. Nein. Ist gedroppt? Ja. Yes! Das heißt erstmal das Wichtigste, das Allerwichtigste. Da sieht man den Beweis. Und wir haben vor dem Ding gesagt, das ist der Absacker. Und die Bernd gemeint, wir spielen nicht beide. Und da sieht man mal, wie wenig Wasser das ist. Ne? Also ja, es ist nicht viel Wasser. Das Wichtige daran ist, wenn ihr das jetzt wieder in die Verpackung tut, lasst es einfach nachts überstehen oder sorgt dafür, dass es trocken ist, weil sonst schimmelt es in der Schachtel. Ja. Eigentlich ist es echt nicht viel Wasser, aber es darf halt nicht feucht bleiben. Und wir haben es einfach das letzte Mal rumliegen lassen. Ich habe es relativ trocken gewischt, aber ich lasse es trotzdem hier liegen oder machen wir es morgen. Loser-Button gebe ich dir gleich den großen, aber erstmal kurz, weil ich habe es ja schon mal gespielt. Und die Meinung von Bernhard und mir haben wir auch schon dazu. Die hat der Matthias aber, glaube ich, noch nicht gehört. Aber deswegen darf er zuerst. Es ist total geckig. Ich weiß nicht, ob ich das... Ihr habt ja... Also es gibt einen Podcast über asiatische Spiele. Genau. Ich weiß nicht, ob der heute schon veröffentlicht worden ist. Nee. Der kommt die nächsten Tage, morgen, übermorgen auf bibel.de. Könnt ihr euch anhören. Da sprechen Andi und Bernhard über, ich glaube, 5 oder 6 asiatische Spiele. Und 5 oder 6, ja. 5, die beiden, die Oink Games, Crash Octopus und das Geisha. 6. Ich spreche über 6. Scheint User Button. Genau, über 6. Über die 3 Itten-Spiele, das sind 2 davon. Das dritte ist das Geschicklichkeitsspiel Crash Octopus, ist ein bisschen größer. Dann über die beiden. Emperor is 4. Ne, über die beiden Oink Games. Ah, es sind sogar mehr. Und noch über die und Emperor die Geisha. Is 4. Genau. Mhm. Also 6 6 Titel. Genau. Das, was ihr da als Fazit gesagt habt, ist das Spiel oder ist das Spielzeug? Ich schließe mich euch an, es ist Spielzeug. Ne? Also ich würde es jetzt nicht wirklich als Spiel bezeichnen. Stimmt, du hast es ja aufgenommen, deswegen hast du es gehört. Genau. Ja. Es hat ein Geschicklichkeitselement, ja. Also ein spielerisches Geschicklichkeitselement, aber es ist eigentlich mehr zwischendurch Beschäftigung. Die, glaube ich, gerade mit kleinen Kindern, also es ist ab 6, da wird es vermutlich... Für die Ayana ist noch zu schwer. Tatsächlich. Da wird es vermutlich schneller gehen, aber es zeigt eben ganz deutlich, wie man mit Oberflächenspannung arbeiten kann. Ne? Das ist so ein ganz netter Effekt, den man so ein bisschen lernen kann. Ich glaube allerdings, dass wenn man so 6-jährige Kinder, dass das wahrscheinlich schon früher kippt, weil die manchmal ein bisschen zu rabiat sind. Ja gut, die Ayana ist jetzt erst 3,5, wir haben es mit ihr gespielt und klar, sie war relativ schnell dann raus. Also ich glaube, also wobei es kommt drauf an. Es mag auch Kinder gehen, die das schon sehr geschickt hinkriegen, aber ich glaube, da geht es tendenziell eher schneller. Ja. Es hat jetzt doppelt so lange ungefähr gedauert oder fast dreimal so lange, aber also beim Podcast haben wir auch gesagt, es ist mehr Spielzeug als Spiel. Es ist halt ein Jux und Gaudi und ist mal was anderes. Fakt ist, als Absacker, um zu entscheiden, wer ein Loser-Button bekommt. Hammer, weil es so einfach ist und tatsächlich, es sieht ja, weil wir, letztes Mal, als wir es gespielt haben mit der Ayana und dann habe ich es, glaube ich, noch einmal mit der Berner gespielt, war die Oberflächenspannung nicht so krass. Also wir haben es jetzt wirklich ausgereizt bis zum Gehtnichtmehr. Man kann es nicht genau sehen. Ich würde sagen, es ist Wer noch in Mark denkt, das ist vielleicht ungefähr die Größe so eines 5-Mark-Stücks. Ja. Also jetzt gibt es, glaube ich, kein so großes Geldstück mehr. Ja. Und hat auch ungefähr die Höhe eines 5-Mark-Stücks. Ja. Also wirklich nur 3-4 Millimeter. Das ist nicht hoch. Nee, aber es sind ja nicht viele Tropfen, aber da passt ein bisschen was rein. Um mal zu sagen, hier, es gibt auch ganz auffallendes Spielzeug irgendwie. Ne? Also wirklich, was man nicht so alltäglich sieht, ist das wirklich nett. Also einfach mal zu zeigen, hier, das kann auch Spiel sein. Ist jetzt, glaube ich, halt nichts, wo man sagt, das kommt jetzt ständig auf den Tisch. Wobei, wenn man es dann einmal gespielt hat und das ist die richtige Runde, kann dann ja auch der Ehrgeiz weg. Also jetzt eben gerade war es spannend, auf jeden Fall. Die Spannung zu fühlen im Raum. Also es war lustig. Und wie du sagst, es ist der optimale Punkt, um jetzt irgendwie...
Also es ist eine Mini-Entscheidung. Wenn man es so ein bisschen vergleichen kann, wenn ihr Schlag den Star oder Schlag den Raab sieht, ne? das ist so irgendwie Spiel 11, 12 irgendwie, wenn schon alle irgendwie 5 Stunden in den Knochen haben. Ja, das stimmt. Und irgendwie, und dann muss man so eine Münze in so eine Flasche werfen, weißt du? So, ja. Und das ist genau so ein Ding. Genau. Das ist genau so ein Ding. Da passt es genau rein. Und das ist es eben, ne? Und am Ende irgendwie, du hast irgendwie Sportspiele gemacht, du hast irgendwie Wissensspiele, was weiß ich, alles gemacht und am Ende entscheidet so ein Sieg oder Niederlage. Und du musst nur Wasser reinfüllen. Das wäre sogar als Gag bei damals bei Stefan Raab, glaube ich, ganz gut angekommen. Ja, als Duell. Absolut. Ne? Als Duell. Ja, sehr schön. Spiel, also ich weiß, sie haben auf jeden Fall mal so aus irgendwie Armhöhe eine Münze in eine Flasche werfen müssen oder so. Und das ist quasi der gleiche Effekt. Ja. Ich nehme den mit Würde, denn ich habe dir ein hartes Duell heute geliefert. Ich meine, 5 zu 5. Definitiv, ich habe hier auch 5. Ja. Also das heißt, morgen hast du einen großen. Morgen habe ich einen großen. Ich nehme die schon mal ab, damit wir die für morgen wieder haben. Das war unser Stream von den Japanern. War jetzt perfektes, gewähltes Spiel. Es gibt noch eins mit Nice Egg, das geht Richtung Buhl. Das machen wir vielleicht nochmal als Tiebreaker. Lustige kleine Gaudi-Spiele. Schwierig ranzukommen, weil sie aus Japan sind tatsächlich. Von Itten, wenn ihr das nächste Mal auf der Messe seid, haben die einen Stand. Dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr garantiert wieder. Und dann werden sie das auch dabei haben. Und ich finde sie optische Highlights und Kuriositäten. Und heute war es perfekt. Und ein super Abschluss für einen Tiebreaker. Ja, es hätte keinen besseren Tiebreaker. Und ich hatte Angst eigentlich, dass ich das sogar verliere, so gut wie der Matthias dann das doch hingehandelt hat von da nach da. Das sah besser aus, als er gesagt hat. Ja. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich gucke gerade mal in unsere Liste. Geplant war, dass wir morgen spielen Formula Fun, eine Neuauflage von Franjos, Savannah Park, Camelot von Pegasus, Schichtwechsel, das wird ein bisschen länger dauern, Ahoy und Labiria, Familienspiele aus Österreich. Und dann hatte ich mir für abends eigentlich vorgenommen, dass wir eine Runde Mömmen oder Heckmeck am Karteneck spielen. Ich weiß noch nicht, ob wird das vielleicht nach hinten ziehen und Dune Bromor als erstes spielen mit der Berner. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn und wir spielen noch einen kleinen Absacker davor. Und dann gucken wir mal, ob Equinox, Quiz Club, Meadow oder so geht. Mal gucken. Das haben wir für morgen vor. Schaut bei uns wieder vorbei und dann sagen wir erstmal gute Nacht für heute. Wir haben nicht ganz bis Mitternacht durchgehalten, aber es ist 23.20 Uhr. Und ich glaube, bevor wir jetzt noch einen Unentschieden erzeugen, dann müssen wir dann doch Stronghold rausholen und dann wird es morgen bitter. Dann sind wir beide müde wie Hucke, das wollen wir auch nicht. Dann machen wir jetzt zu. Hoffen, ihr habt soweit viel Spaß mit unseren Streams. Ihr könnt es ja alle noch live nachgucken. Und dann geht's morgen weiter. Ja, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Das muss noch fotografiert werden. Jetzt müssen wir mal irgendwie überlegen. Ich glaube, irgendwas hatte ich heute nicht fotografiert. Wir haben heute mit Mabula angefangen. Dann haben wir Yellow from the Egg. Das war aber nicht das zweite. Das lief nicht gut, die Partie. Dann haben wir Peak. Dann haben wir K3. Dann das haben lief wir auch nicht gut. Espresso Doppio, das haben wir noch gespielt. Loop haben wir gespielt. Ja. Atlantic Rising haben wir gespielt. Stronghold haben wir angespielt. Ich bleib dabei, Espresso Doppio war das Schlechteste. Das war's dann. Selbst schlechter als das Wasserspiel jetzt. Wollte ich nochmal in deine Liste gucken, ob wir da jetzt irgendwas... Ja, wir haben jetzt nicht gespielt, was ich vorgesehen hatte, aber das hätten wir auch nicht mehr geschafft, weil zu lesen war das Golem. Das hatte ich heute noch drin stehen, aber ich habe auch die Anleitung noch nicht gelesen. Die Excel-Tabelle. Und so, wir haben tatsächlich haben wir sonst alles gespielt. Mabula, das Stronghold haben wir auch nicht geschafft. 4. Weil das haben wir halt nicht um 13 Uhr angefangen, sondern erst um 14 Uhr. Und bei mir stand sogar noch Wonderbook drin heute. Ja, das habe ich aber rausgeschmissen gehabt, weil der Helge ja Prager Capodrek nicht spielen wollte. Ach so, und dafür hattest du das Golem reingenommen. Genau, und das hat ja nicht hingehauen, also hätte das Wonderbook jetzt auch nicht mehr gegeben. 5, 6. Das Wonderbook machen wir garantiert noch irgendwo zwischendurch. 9, 10, 11. Ach, das Coverbook stand sogar noch drin. 11. Ja. Patchwork 12 und Peak 13. Ne? Ich glaube, Patchwork und Peak waren nicht drin. Ach ja, Peak, genau, das war nicht drin. Also 13, was habe ich denn heute nicht aufgenommen? Patchwork war auch nicht drin, ne? Habe ich jetzt aufgenommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Dann habe ich nur das Prager-Kapodrek nicht fotografiert, das mache ich gleich nicht. Genau, aber hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt noch so ein Jux und Gaudi-Spiel ist.